Die Urteile im Mordfall des saudischen Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ein saudisches Gericht verurteilte am Montag 5 Männer zum Tode. Ein Sprecher der saudischen Generalstaatsanwaltschaft erklärte, 3 weitere Angeklagte seien wegen Verschleierung des Verbrechens zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt worden. 2 Vertraute des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wurden nicht belangt. Der UN-Generalsekretär betont weiterhin die Notwendigkeit einer unabhängigen und unparteiischen Untersuchung des Mordes, um eine vollständige Untersuchung für die in diesem Fall begangenen Menschenrechtsverletzungen zu gewährleisten. Der Generalsekretär bekräftigt auch das Engagement der Vereinten Nationen für die Wahrung der Meinungsfreiheit und des Schutzes von Journalisten sowie unsere seit langem bestehende Ablehnung der Todesstrafe. Die Türkei, wo der Mord an Khashoggi im Oktober vergangenen Jahres begangen wurde, bezeichnete die Urteile als weit entfernt von den Erwartungen an Gerechtigkeit. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagte einen Mangel an Transparenz. Die Urteile entsprächen einer Reinwaschung, die weder für Gerechtigkeit noch für Wahrheit sorge. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach von einer verpfuschten Untersuchung hinter verschlossenen Türen. Die Todesurteile gegen 5 Beschuldigte können nur als der Wunsch interpretiert werden, Zeugen oder gar Täter in diesem schrecklichen Mordfall für immer zum Schweigen zu bringen. Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz bezeichnete die saudische Ankündigung als inakzeptabel. Der Kolumnist der Washington Post war während eines Besuchs des saudischen Konsulats in Istanbul umgebracht worden. Dort wollte Khashoggi Dokumente für die Heirat seiner Verlobten abholen. Ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums sprach in Bezug auf die Urteile von einem wichtigen Schritt. Eine offizielle Stellungnahme der US-Regierung gab es nicht.